Okay, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, wir farmen hier ein bisschen. Der ist immer easy, der macht seine Dreierattacke und bam. Die ist easy. Komm ran, ich will dich backstabben. Konter meine ich. Ich weiß es auch, wann du deine... Bam. Die lassen aber nie was fallen. Voll gemein. Der soll was fallen lassen. Ja, das war super. Das war super duper. Wie fandet ihr das? Das war gut, ne? Das war doch richtig gut. Mann, die lassen nie was Brauchbares fallen. Was soll ich mit den geborstenen Äpfeldingern? Oh Mann! Gib mal was Gutes. Und ich höre wieder nur meckern. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr von diesen Heil-Items. Und dass die halt direkt kommen, ist auch irgendwie asozial. Ich kann nicht beide auf einmal besiegen. Okay. Will doch, dass ich hier alleine fight, oder wie? Selber gemerkt, 2 gegen 1 ist unfair. Sollen wir die Folge mal den Boss versuchen? Jo, der ist easy. Ausweichen oder kann ich den parieren? Oder wie soll ich den besiegen? Probier jetzt erstmal selber. Was ist das denn? Wie er diesen Backstep macht, ne? Diesen Rückhandtreffer. Schlag! Ich habe nichts mehr zu heilen. Was ist das denn? Ich habe gar nichts mehr zu heilen. Was ist das denn für eine Scheiße? 2 Estos, was ist das? Ich glaube, deswegen habe ich das Spiel auch beiseite gelegt. Pisse ist das. Bestimmt hängen wir hier noch 5 Folgen lang in diesem Scheiß-Döns.
Wie lange soll ich das denn hier noch machen? Ha? Ist doch scheiße. Ich habe nur zwei Estos und die heilen nicht mal voll. Ich wusste nicht, dass das hier ein No-Hit-Run ist. Bleichstein. Tschüss. Von wo hat er mich denn getroffen? Ist wieder Asi, dass beide kommen. Ich weiß nicht, wieso ich mir das antue mit dem verkackten Dark Souls 2. Kann die ja auch schlagen, während die auf dem Boden liegen. Kann der Bleichstein irgendwas? Oder ist das Müll?
Hier ist noch ein Schalter. Was kann der? Er lässt gar nichts fallen. Die ihm gar nichts tun. Gibt Seelen. Gibt dick Erfahrung. Ey, ich habe 6000. Ich will da jetzt nicht rein. Das sind wieder 3-4 Level. Na klar, kommen beide. Na klar. Irgendwie wünsche ich gerade, ich hätte die Magie genommen. Skoppel. Schön von hinten draufballern ist eher mein Stil. Na komm. Gegen einen kämpfe ich gern. Komm ran hier. Hallo? Hallo? Wie er wegrennt. Magie ist hier ziemlich OP, ja, glaube ich. Kannst du richtig. Setzt er sich auch wieder dahin? Komm. Danke. Wie langsam er trinkt, ich kotz ab.
20 Minuten geht die Folge, ich habe noch nicht ein Level gemacht. 20 Minuten, noch nicht ein fucking Level. Lass doch mal was fallen, du Scheißtyp. Bleistein. Soll ich da mit einem verkackten Bleistein machen? 9000 ist wieder gut, ne? Soll ich einkaufen gehen? Das reicht doch jetzt erstmal, oder? Reicht das erstmal? Jo. Und wo gehe ich einkaufen? Bei dem hier? Aber der kommt ja hier nicht rein. Also gibt es nur den anderen. Level up? Wie Level up? Soll ich einen Level up trinken? Ich soll leveln? Auf was soll ich denn leveln? Dachte, du hast gesagt, ich soll was kaufen. Vielleicht ein besseres Schild, weil meins ist echt Rotze. Großschild.
Aber das kann ich nicht parieren. Parieren ist schon geil. Ne, ne, erst leveln. Okay, was soll ich leveln? Oh, Leben. Ich finde es bald ein gutes, okay. Bald ein gutes. Ich bin gefühlt noch keine 10 Meter weg vom Majula. Vitalität würde ich halt auch fühlen. 5 Level kann ich machen. Siehst du einen Gültfilm, wo du nur ein Schwert und Schild findest? Ja, Beli. Sag mir erst mal, was ich hier leveln soll. Stärke, Geschicklichkeit. An was denn Anpassung? Ich glaube, ne, weiß ich nicht. Iframes, glaube ich, ne, Anpassung. Und schneller trinken? Wie viel schneller? Da gehe ich steil. Das ist immer viel gelevelt. Kommt da jetzt noch was, was ich leveln soll, oder? Für die Waffe? Kann man hier auch irgendwo verkaufen? Kann man hier verkaufen? Ich habe so viel Scheiße schon gefunden. Nee. Kann man in dem Game auch verkaufen? Ja. Ich glaube, ab 15 Anpassungen, oder bei 15 Anpassungen hat man eine gute. Alter, gibt das viel Resi. Balance gibt das auch. Bewegung. Da, 92 Bewegung. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Stufen. Ich habe das nicht gemerkt bei Hanno. 10 Stärke und 11 Geschicklichkeit. 9 Geschicklichkeit, ich mach's so. Warte, komm, dann führ mich jetzt mal. Wo muss ich hin? Berg oder hoch? Hoch oder in den Berg rein? Also wieder zurück soll ich gehen.
Hier komme ich doch her. Guck mal, hier ist eine Truhe. Rostige Münze. Nope. Ein neues Gebiet. Hier ist richtig, denke ich, ne? Oh ja, ich erinnere mich. Also nach Dark Souls 2, schwöre ich es euch, mache ich 100 Liegestütze am Stück. Ich wurde so gebaitet vor dem Spiel. Ey, wir sind doch im Tutorialgebiet. Ich bin schon 7-mal gestorben. Wie assi, ey. Wie. Ich brauche auf jeden Fall einen Ring, der meine Kondition schneller wieder aufladen lässt. Das dauert ja ewig in dem Game hier.
Und Ende. Na komm, greif mich an, du... Hieran kann ich mich auch noch erinnern. Ehrlich gesagt. Wieso hält der mehr als zwei aus? Ey, dass die Konditionen so lange brauchen, sich wieder aufzuladen. Zerbrochenes gerade Schwert, das meintest du, ne? Auf jeden Fall kann man hier Lebenssteine farmen, das ist schon mal gut. Lebenssteine, sehr gut. Noch ein zerbrochenes. Schwert hier in der Höhle. Okay. Wieso?
Grunzen die wie, als wären die ein Löwe. Wir haben es verpasst. Na klar, eine Feuerbombe. Und noch ein Pfeil. Faustschild. Ist das gut? Erstmal ins Haus rein. Okay. Zauberurne. Klar, wenn du was Gutes im Angebot hast. Zerbrochenes gerade Schwert. Müll, Müll, Müll. Müll. Leuchtkäfer? Was? Pharus Apparat. Duftzweig, den brauche ich. Öffnet Schmied. Das holen wir. Wie viel Seele muss ich denn ausgeben? Zwölf bis 14k. Zwölf K waren es, meine ich. Okay, okay. Okay, okay. Da gehe ich steil.
Den Schlüssel. Ich dachte, der Schlüssel wäre für den Schmied, ehrlich gesagt. Aber ich hatte gehofft, dass er für den Schmied ist. Ja, ist für einen Schmied. Oh, geil. Können wir die Waffe, die du mir besorgen willst, auch direkt hochleveln. Perfekt. Ah, es wird eine gute Folge, Leute. Hat schwer angefangen, aber 15 Minuten, ich sag's euch, 15 Minuten kriegen wir noch den Ring. Wir holen noch den Schmied und wir kriegen noch die Waffe. Ich sag es euch. Es wird hier mal richtig gegamed. Die Waffe kannst du schnell besorgen. Ja, machen wir. Mal richtig gegamed. Den nehme ich auch mit, der gibt 600. Ey! Oh. Der lässt nie was fallen, der Sack. Der will mir nichts fallen lassen. Muss da nur zum Haus warten. Ja, mache ich dann. Ich sammle hier noch gerade ein paar Seelchen. Kann der überhaupt was fallen lassen? Der kann gar nichts fallen lassen, Peter. Du verarschst mich doch. Der hat mich schon 20 Mal gekillt jetzt. Und die geben immer nur die Augapfel-Dinger. Doch kann er. Die Chance ist sehr gering. Okay. Nochmal 5k, ich glaube, es reicht schon fast, oder? Brauche ich das hier, Pharos? Kauf den Wahrheits für Kinder. Okay. Noch nicht gereicht. Dann lass uns mal eben schnell das Schwert holen. Ist das hier oben bestimmt, ne? Holen wir schnell das Schwert. Schlossen? Nee. Ist der Tür raus?
Okay. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Ach, guck mal, die kann ich doch mit einem Duftzweig wiederbeleben, ne? Oh, hab ich aufgepasst. In die Höhle da. Besieg erstmal den hier. Jetzt die Attacke der Eidechse abwarten. Ich muss erstmal gucken, wie weit die Attacke geht. Geht gar nicht so weit, ne? Geht die immer nur so weit? Ah, okay. Okay, verstehe. Die Tür kann ich auch aufmachen, ja? Die Eidechse ist aber süß. Langschwertfeuer. Warte mal ganz kurz. Wie viel stärker ist das eigentlich? 78, 78? Ah, es hat keinen Feuerschaden gemacht, ne? Ist das wirklich insgesamt besser? Man weiß es nicht. Ich meine, ich mache dafür jetzt Feuerschaden, ne? Das ist auch gut. Wenn der Gegner nicht feuerresistent ist. Kann das schon gut sein. Ein Prismastein. Man kennt ihn. Oh, das war aber krasser Fallschaden. Uns ist heute richtiges Pisswetter, richtig, weil man sich drinnen wohlfühlt. Bei uns ist eigentlich okay. Ich liebe es. Ja, nach den wochenlangen heißen Phasen ist es natürlich schön, wenn jetzt mal wieder ein bisschen normaleres Wetter ist, ne? Komme ich überhaupt wieder hoch?
Also bislang ist das noch nicht stärker, muss ich sagen. Nur mal so. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Scheiß Kondition, Mann. Ich brauche mehr Kondition. Ich will Level bis 99 Kondition. Das ist doch scheiße. Ob die Waffe jetzt wirklich besser ist, weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Ich brauche hier schon drei Angriffe. Lass mich doch einfach runter hier, Mann. Alleine von der Range her ist sie besser. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Großsense, die wäre cool. Ich will jetzt mal ausprobieren, wie viel stärker die ist. Vorher haben wir 6 Schläge gebraucht bei denen. Ja, hat sich nichts geändert. Aber wie viele Seelen geben die denn jetzt? Wie viele Seelen kriege ich jetzt mehr? Das würde mich interessieren. Ja, wieder nicht drauf geachtet. 700? 20% wahrscheinlich, ne? Achthundert. Zwei Scherben. Okay, wir werden jetzt erstmal Scherben. Mit den Scherben kann ich auf plus 5 gehen oder auf plus. Auf wie viel plus? Wie hoch kann ich die machen, die Waffe? Auf plus 5 wahrscheinlich, ne? Und dann braucht man große Scherben. Das haben die ja nicht geändert von Dark Souls 1, oder?
3? Wie 3? Alte Ritterstulpen. Heide Ritterschwert! Alter, jetzt fällt ja aber alles. Ist das nicht, ist das noch besser? Das macht Blitzschaden. Die Rüstung ist Müll. Ist aber besser als alles, was ich habe. Aber die ist übel schwer. Die Waffe schmeckt aber. Die hat keine Haltbarkeit. Kann ich doch immer wieder reparieren, oder nicht? Hat die Rüstung keine Haltbarkeit oder die Waffe? Die Rüstung, okay. Und was hältst du von der Waffe? Denk mal, wie dull ich in die Camp hab, keinen Ton. Kommt drauf an, welches Moveset mir besser zusagt. Sind also keine von beiden ist signifikant stärker, sagst du. Drei. 2400. 2900. Das mache ich auch noch schnell. Das machen wir noch schnell. Dann sind wir stark. Wir haben schon ein bisschen. Wir haben schon ein bisschen zu viel. Also sind schon über eine Stunde. Er löscht einfach die Nachricht von Skoppel. Wo ist der Gegner? Hahaha. Ha, ha.
Hallo? Er hat ja eine Antwort, wieso der Gegner nicht da ist? Ich habe doch geresettet am Lagerfeuer. Ich bin doch gereist. Der muss doch wieder, hä? Wieder da sein. Wieso ist dieser eine Gegner weg und alle anderen sind noch da? Logik? Digga, Lu. Ist das System? Ach. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, stimmt. Ich war halt gerade komplett perplex, weil nur der eine nicht da war und die anderen nicht. Das habe ich komplett aus dem Konzept gebracht. Stimmt, sie respawnen ja nur 10-mal. Dann ist ja aber auch nicht so viel mit Farm, ne? Ach so, er macht die Attacke. Macht wieder die Attacke. So richtig viel Farm kannst du dann aber nicht. Oh, Stulpen. Die sind aber gut, oder? Heideritter Stulpen. Alter, die sind richtig gut. Alter Schwede, sind die gut. Die haben ja mehr Rüstung als alles andere, was ich habe. Man kann resetten mit einem Item. Okay, das brauchen wir, das Item. So, jetzt sind wir OP. Die Rüstung ist cool. Ey, die ist übel geil. Die brauche ich. Aber wenn die Gegner hier nur 10-mal respawnen, kann ich das vergessen, dass ich die ganze Rüstung bekomme. Da braucht man doch auch voll Luck. So, jetzt große Titanitscherbe. Wo kriege ich die dann her? Okay, wir beenden erstmal die Folge. Leute, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.